Hallo und herzlich willkommen zu Samkat und ein weiteres Video. Heute Last Hope Bunker Zombie Survival. Es ist nur ein Spiel, was. Also, jetzt sollte es wahrscheinlich schon draußen sein, als in der Demo-Version, wo ich den Key bekommen habe. Danke nochmal dafür. War es noch nicht draußen. Ich habe aber leider ein bisschen verspätet das jetzt aufgenommen. Ist aber nicht weiter schlimm. Es ist neu, ja, auf jeden Fall. Und wir können da jetzt mal reingucken. Und natürlich muss ich erstmal wieder die ganzen Dinger hier einstellen. Das ist alles in Ordnung. Hi, very high. Das ist gut. Hi, hi, hi. Alles hi, hi, hi. So, Musik muss man natürlich runternehmen. Language ist schon auf Deutsch. Gut, super. Das ist gut. Okay, aber. Okay, die Effektlautstärke muss man ein bisschen runterstellen. Das tut sich einfach gar nichts. Okay. Jetzt ist es aus. Ja, tut sich einfach gar nichts, oder? Okay, ich hoffe mal, dass dieses lästige Geräusch irgendwann rauskommt. Also, lieber Entwickler, du weißt schon Bescheid, raus mit solchen dämlichen Tönen. Das ist... egal, wir gucken uns das an. Derzeit versucht die Wissenschaft, eine Impfung gegen tödliche Krankheiten zu entwickeln. Hospital, okay. Mit dem Virusstamm war nicht immer sicher, Mutationen sind unberechenbar. Ja, es ist das Alltägliche eigentlich, ja, bei Zombie Survival, irgendwas, was mit Zombie zu tun hat. Es ist immer dasselbe, ja. Dann brauchen wir uns nicht vorzumachen. Okay, gut. So, man wird jetzt hier reingeworfen und nur? Okay. Also es ist so ein Top-Down-Dings, ne? Das habe ich schon mal gesehen. Gibt es, glaube ich, schon einige Spiele da draußen. Wenn ich mich nicht irre. So. Katrin Anderson, Sie sind aufgehört. Wie fühlen Sie sich? Wo bin ich? Was ist passiert? Finden Sie sich ein verlassener Militärpunkt? Die Welt hat sich verändert, Kapitän. Ein Virusausbruch, eine echte Zombie-Apokalypse. Erinnern Sie sich an etwas? Ich erinnere mich an Explosionen und dann meine Tochter. Ich muss sie finden. Ich verstehe. Lassen Sie mich zuerst Ihre Wunde untersuchen. Der Bunker ist sicher, aber jenseits seiner Mauern ist es sehr gefährlich. Wir brauchen einen Plan. Mir ist die Sicherheit egal. Ich muss meine Tochter finden. Haben Sie irgendwelche Anhaltspunkte? In der Nähe gibt es Gerüchte über ein Überlebendenlager. Möglicherweise finden Sie dort einige Informationen, aber zunächst benötigen Sie Ausrüstung, um dort zu überleben. Gehen Sie zum Arsenal und rüsten Sie sich aus. Klinik. In der Klinik ist etwas versteckt. Dieser Ort ist hoch ansteckend. Niemand weiß, was dort passiert ist. Okay. Also ich kann auch nicht mal überall rein. Tees ausmachen. Okay. Okay, Ausrüstung aufnehmen, gut. Dann rennen kann ich auch, gut. Okay, mit Shift. Gut, so, Ausrüstung, los. Ausrüstung. Ja, gleich volle Montur hier, Alter. Okay. Auch nicht schlecht. Gleich mal zwei, was ist das hier? Also eins kann so ein Pflaster sein, zwei Medikit, Tonikum, keine Ahnung. Okay, erst nachladen, das Schießen, okay. F ist Nahkampf, okay. Cool. Alles klar, gut. Geht wohl gleich ganz schnell los hier. Ich glaube, es ist... Beta-Test ist es. Ne? Also ich weiß nicht, ob es jetzt schon draußen ist, habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Aber wenn schon draußen ist, gibt es wahrscheinlich so eine Demo-Version. Das ist dann die Open-Beta wahrscheinlich. Und ich habe hier noch die Closed-Beta-Version. Mal gucken. Okay, wo geht's lang? Da muss ich hin. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Das ist so ein Dings ist, finde ich auch gut. Mag ich. Gut, komm mal los. Oh, da geht's sogar schon los. Alter. Geht das sogar schon gleich los hier? Ah, und die, da kann man den Metall aufsammeln, okay. Krass. Notiz. Okay. Oh, Alter.
Bing. Bing, bing, bing. Infektionsschaden 10. Okay. Ah, hier hat man Inventar, okay. Ein anderes Modell ist eine grundlegende Schutzverschädigung des Anbieters. Kann über eingeschränkte Funktionen und Benutzerfreundlichkeit verfügen. Sporenresistenz, ein kleiner Rucksack. Ach, hier ist es. Filter. Gerät es zur Entfernung von Verunreinigungen oder schädlichen Substanzen aus der Luft oder Flüssigkeit verwendet wird. Okay, 10 von 18. Verband ist umwickelt. Ah, das Verband ist ein Filter. Okay. Ah. Meine ist auf Sponsor und sie möchte bei Kontakt beschädigen, deinen Filter. Verstehe. Okay. Okay, muss ich echt aufpassen. Dafür ist also der Filter gedacht. Verstehe. So, Polizeifahrzeuge oft lagern dort Munition. Okay, Notiz. Wenn du nein, nicht sicher. Okay. Da komme ich da rein. Ah, wir haben eine Rolle. Okay, cool. Wir haben eine Rolle. Oh, hier liegen ganz viele Dinger, Kisten, okay. Ah, hier kann man was suchen, okay. Munition. Das ist gut. Okay. Ah, hier oben links ist... Ah, hier wird gezeigt der Filter, okay. Filter ist hier. Hier ist Leben und Dings. Okay, cool. Also es ist teilweise open, offene Welt, ne? Aber schon dimensioniert. Aber ich finde das gar nicht so schlimm. Es muss bei mir nicht so eine Riesenwelt sein. Was ich weiß, man kann hier jetzt wohl Ressourcen sammeln. Da kann man irgendwie eine Basis bauen und dann kommen auch irgendwann auch Wellen. Und das ist nicht gerade wenig. Achte auf den Zustand des Charakters und wechsle den Filter rechtzeitig. Ach du Scheiße. Okay. Also ich muss denn auch noch Sporen sammeln. Also ich finde das Prinzip nicht schlecht, aber das wäre zum Beispiel schon mal nicht mein Fall. Wo ich ja wirklich auf Zeit gedrängt bin, wirklich was durchzuboxen. Weil ich hasse Spiele, die Hektik verursachen. Ja? Wenn man das jetzt mal so mitbekommt, die versuchen schon Hektik. Okay. Kann ich auch mich hinhocken? Ah. Das geht auch, okay. Also kriechen geht auch. Wahrscheinlich, dass sie mich nicht so doll entdecken. Aber die entdecken mich ja trotzdem. Was für eine Klasse. Der Klasse erzeugt Zombies. Das wäre so schön, wenn sie nicht mehr erscheinen. Okay. Oha. Yo. Alter. Yo. Was geht, Alter? Alles klar. Oha, was bist du denn für einer? Der sah ein bisschen anders aus. Okay, meine Munition ist jetzt schon fast leer. Und meine Filter habe ich schon 3 aufgebraucht und... Okay. Also ich brauche jetzt dringend Munition. Beziehungsweise wäre das schön, Munition zu finden. Das wäre schon sonst schlecht. Okay. Ist überall nichts mehr.
erstmal nix. Defekter Mikrochip, okay, Patronen für die AKM, okay, gut. Zumindest schon mal 60 Munition, ist schon mal gut. Also ist ja auch so ein bisschen erkunden, ne? Gucken, Ressourcen sammeln. Die erkennen mich trotz, dass ich schleiche. Alles klar. Trotz, dass ich mit der Axt auf die einhacke. Aha. Und selbst wenn ich von hinten angreife, passiert auch nichts. Okay. Das ist natürlich nicht so gut. Also es wäre natürlich schon schön, wenn jemand von hinten angreift und die einen noch nicht so entdeckt haben. Dass man irgendwie wie so einen Finisher kriegt oder sowas, weil das ist schon. Oh. Okay, hier kommt man noch gar nicht rum. Das Springen funktioniert noch nicht. Sehr nice. Okay, jetzt also weit und breit erstmal noch nix. So von der Atmosphäre und Aufmachung finde ich es cool. Schön gemacht an sich eigentlich. Oh, wo geht's jetzt hin? Muss ich aufpassen? Oh. Tauchen die nämlich einfach so auf hier oder was? Guck mal, der Filter ist gleich schon wieder kaputt. Okay. Ist schon ein bisschen anspruchsvoller Spiel. Muss man mal sagen. Okay. Alter, guck mal, wie weit ich jetzt erstmal laufen muss, erst ehe ich hier was irgendwie finde oder sowas. Das ist schon krass. Was muss ich denn überhaupt machen? Musst du irgendwas suchen, oder? Das ist schon krass, finde ich hier so. Natürlich jetzt erstmal jetzt so gut es geht erstmal rausfinden. Okay. Haben wir rausgefunden. Munition. Notiz, okay. Also gibt es auch echt einiges zu erkunden. Da ist eine Quest. Oh. Shoot them. Shoot them. Okay, mach ich. Wenn du mir Munition gibst. Ich habe keine Munition mehr. Wow. Braucht eine Munition. Oh, aktivieren. Ah, hier. Okay, habe ich aktiviert.
Okay, also die Munition wird bald knapp. Also es ist echt schwer gemacht, muss ich sagen. Und guck mal hier, ich habe kaum noch Munition. Wo kriege ich denn jetzt Munition her? Hier sind ganz viele Schränke, aber hier ist irgendwie keine Munition drin oder was? Kann ich keine herstellen oder was? Oder wie läuft das? Weiß ich nicht, deswegen, es ist ja, das mag ich halt so nicht so ein Spiel. Man wird reingeworfen und du darfst irgendwie alles selber erkunden. So, wie sieht's hier aus? Amo? Nix, gar nix. So, hat der irgendwas für mich? Nee. Da musste ich hin. Schauen. Okay, passiert nichts. Also ich brauche Munition. Ohne Munition bin ich schon angearscht, ne? Es scheint auch nicht, dass wir irgendwelche finden. Hier ist Toilette. Toll. Okay, Ausdauer habe ich auch noch. Alles klar. So, jetzt darf ich den ganzen Weg nochmal dahin laufen. Schon krass, auf jeden Fall. Ich kann auch nirgendwo anders hin. Die sind bestimmt wieder da, die ganzen Viecher. Warum wusste ich das? Das sind jetzt nicht alle da, aber warum wusste ich, dass die wieder da sind? Autsch. Ist jetzt die Munition wieder da? Ah, okay, die Munition ist auch wieder alles da. Okay, also ich kann alles wieder einsammeln. Na, dann mag es ja vielleicht noch gehen. Sind auch nicht mehr so viele da. Okay, dann mag es noch gehen. Ah, da ging es rein. Okay, das ist aber gut. Wenn man kann sozusagen das Gebiet sozusagen befreien. Das ist aber gut. Finde ich gut gelöst. Okay. Jetzt muss ich hier wieder durch. Das mit dem Filter finde ich ein bisschen anstrengend. Ich habe nur noch 3 Stück, ey. Ich muss mich richtig beeilen, ne? Deswegen, wenn mir die Filter ausgehen. Ah, okay. Hier finde ich noch welche. Dachte schon, ich finde gar keine. Das wäre schon echt krass. Ne? Also, weil, wenn die nämlich ausgehen, kannst du dich ja nicht mehr bewegen auf der Oberfläche. So, wo kriegst du denn welche her? Es gibt ja keinen Shop hier, nix. Ne? Also, das ist schon. Sehr, sehr knifflig. So, auf ein neues. Boah, die sind sau stark, ey. Krass. Okay, ich bin jetzt innerhalb von wie viel, von 20 Minuten schon zweimal gestorben. Krass. Ja, ist echt knifflig, muss ich sagen. Ich habe keine Munition mehr, Alter. Muss ich mich hier Dings durchboxen mit einer Axt?
Aber hier war da über Munition, oder? Jawohl. Gut. Ja, wenn das nur so einer ist, dann mag es noch gehen. Dann mag es noch gehen, ne? Ah, da war was mit heimlich töten. Ah, okay. Mit E. Alles klar. Okay, also sowas gibt's auch. Okay, habe ich nicht gewusst. Der hat mich gar nicht entdeckt, obwohl ich genau vor ihm stand. Auch nicht schlecht. So, was sagt die Kiste? Nur ganz viele Mikrochips. Wofür ich die auch immer brauche, ey. Gut. So. Filter haben wir wieder, das ist gut. Aber wieso kann der ohne Filter rumlaufen? Und ich nicht. Das ist schön, dass Turner zu den Diensten. Ich kann ihnen helfen, mir ausrüsten und modifizieren. Okay. Sprich mit Turner. Ach, der wird jetzt wahrscheinlich in meinem Lager sein. Wenn ich das so recht in den Anfang. Kehr zurück zum Bunker, wenn du fehlende Gegenstände herstellen musst. Okay. Verstehe. Jetzt kann ich herstellen. Die Reisepunkte, ja, das ist gut. Ich brauche einen Reisepunkt. Jawohl, da ist er. Freischalten. Super. Jetzt sind wir schon mal ein bisschen weiter. Okay. Da ist eine Quest, da ist eine Quest. Ja. Wie komme ich da hin? Muss ich von da hinlaufen? Okay, also, es ist wohl irgendwie so linear gebaut hier alles, dass du das sozusagen machen musst. Na? Ist natürlich gar nicht so schlecht. Oh, wieder Filter. Gut, wir gehen erstmal zurück und gucken mal, was das Ganze so, ne, kostet. So, wo ist denn der Turner hier? Da ist er. Ah, okay, da ist er, Turner. Handwerk. Metall kann ich machen aus zwei Dinger, mal zwei Metall. Okay, Mikrochip. Kann ich aus 10 kaputten Mikrochips machen. Denn eine Axt, okay, Keule aus Metall, Machete, Brechstange. Die Frage ist, ja, es fehlen natürlich die Werte, ne? Also es wäre natürlich schön zu wissen, was die Werte sind. Patronen für die MK, okay, kann ich mit Dings machen. Automatisches Gewehr habe ich, modernisiertes Gewehr, Schrotflinte, Gewehr an sich, okay. Kleiner Rucksack, mittlerer Rucksack, da brauche ich Stoff, okay. Grundlegender Atemschutz, verbesserter Atemschutz, Mittelklasse Atemschutz, hochwertiger Atemschutz, Premium Atemschutz, Schutzanzug, modernisierter Schutzanzug, okay, alles klar. Also wäre natürlich schön zu wissen, was für Werte da sind oder sowas, ne? Okay, Metall oder Mikrochip? Ich glaube, Metall wäre erstmal wichtiger. Na? So. Okay. Es ist teuer. Es ist sehr, sehr teuer. Axt habe ich schon. Patronen für die MK. Das ist echt teuer, muss ich sagen. Krass. Okay, nehmen wir noch einmal mit. Modernisiertes Gewehr, okay. Also man braucht diese Waffe, okay.
Aber 50 solche Dinger ist schon krass. Muss ich noch einiges sammeln, aber hier so einen verbesserten Atemschutz kann ich mir bauen. Bauen wir das mal. Jetzt brauche ich natürlich noch 10 Stoff. Okay. Habe ich den denn schon angelegt? Ich hoffe doch. Ja, verbesserter Atemschutz. Filter 400, Sporenresistenz 3. Okay. Die Shuttle etwas. Das ist nichts Besonderes, aber in ihr sind Zombiesporen versteckt. Ja, wofür sind die? Die zur Erforschung oder was? Okay. Okay. Na, eigentlich sollte die doch das erforschen können, die Sporen, aber tut sich irgendwie nichts. Keine Ahnung. Okay, gut. Gehen wir nochmal die nächste Erkundungstour machen und schauen mal, was noch so kommt. Ah, scheiße, er hat mich entdeckt. Also es ist halt hier viel sammeln, ne? Denn immer ein bisschen besser werden. In die Hocke gehen. Hocke dich hin, um geräuschlos neben Kokons zu bewegen. Okay. Verstehe. Ah, jetzt sind die Filter auch größer, okay, wenn ich die einstecke. Okay. Das ist natürlich schon ein bisschen knifflig, ne? Jetzt kriege ich wieder so ein blödes Feld. Ob die mein Licht nicht sehen würden. Aber es scheint mir so, als wäre das jetzt alles so linear gemacht worden, ne? Ich meine, es ist nicht verkehrt. Oh, toll. Das ist natürlich sehr geil geworden. Sehe ich ganz toll. Geh weg. Meine Fresse, ey. Hat ja viel gebracht. Meine, die sieht man teilweise gar nicht, diese blöden Sporen, ne? Naja, was soll man machen? Ist halt so. Also man darf auch keinen Schaden kriegen. Okay. Schon schwer. Auf jeden Fall. Dann ebenso. Ja, aber es gibt wirklich nur eine Richtung, ne? Seht ihr das? Hier so runter, dann so, dann geht's so. Ja, dann kommt man doch schlecht wieder raus, ne? Was halt. Es wäre schon schön, wenn man irgendwie. Na gut, kann man sogar machen, okay. Aber warum sehen die mich nicht? Das brennt sich irgendwie nicht so in meinen Kopf rein. Warum sehen die mich denn nicht? Gibt da wieder ein bisschen Munition? Scheint wohl so eine Militärstation oder sowas zu sein. Ach, nicht Militär, hier irgendwas anderes, so ein Bunker oder was. Also ich kann schön schleichen. Aber will ich gar nicht. Will die eigentlich ausrotten?
Wir hoffen, dass sie etwas liegen lassen, ne? Also sonst kannst du dich ja gar nicht verbessern. Aber ja, eine bessere Waffe wäre schon nicht schlecht, ne? Aber durch den Filter mit 400 ist natürlich schon ein bisschen besser, ne? Kann ich schon ein bisschen mehr erreichen. Okay, also es ist so ein bisschen auch Wutsch-like-Spiel. Okay, cool, cool. Stirb, Sau. Leer, schade. Aber hier kann man richtig gut Munition rausholen eigentlich. Wenn da welche drin ist. Okay, hier geht's jetzt weiter. Okay. Nein, ich brauche einen zweiten Filter. Okay. Alles. Zu der nächsten Quest kommen wir noch und dann müssen wir leider erstmal wieder schon wieder aufhören. Bis jetzt ist es eigentlich schon ganz interessant. Also es hat so ein bisschen was von hier. Na. So, irgendwas, warte mal. How to Survive oder sowas, ne? Falls das jemand kennt, so ein, zwei Spiele da. So ungefähr hat das was. Oh, hier sind echt viele drin. Alter. Hier sind echt viele drin. Na, kommt doch. Kommt doch. Kommt doch. Die wollen alle nicht zu mir. Ich glaube, das wird eine Quest sein. Hier komme ich mich so gar nicht rein, oder? Nee. Hier komme ich so gar nicht rein. Oh. Die sagen immer Bro, Bro. Nee, man kommt so gar nicht rein. Okay. Also es wird wahrscheinlich eine Quest sein, um das bestimmt hier so zu reinigen, sage ich jetzt mal. Man kommt gar nicht rein. Gut, gehen wir mal zur anderen Quest noch. Yo, Bro. Mensch. Gut, was haben wir denn hier Schönes? Oh, Kisten. Leer.
und dann Ding. Ah, okay, cool. Die Questdinger sind wohl zum Aktivieren. Muss ich mir überlegen, warte mal. Okay. Ja, es können doch die Dinge so eine Quest. Ah, okay. Das könnten die sein. Okay. Okay, haben wir schon den dritten aktiviert? Cool. Geht ja eigentlich recht zügig. Hier ist nix. Man kommt eigentlich so an sich gut voran jetzt. Wenn man so ein bisschen weiß, wie es geht, dann kommt man gut voran. Hier ist auch nix. Munition, das ist schön. Oh. Oh. Tür. Man darf mal in 1 reintreten, oder? So. Die Quest ist fertig. Okay. So, jetzt geht es auch weiter unten. Also ist es schon sehr linear, muss ich sagen. Sehr, sehr linear. Wo ist denn der nächste Speicherpunkt hier überhaupt? Da hinten. Okay. Gut erwischt. Bam. Man kann hier, glaube ich, auch runterfallen. Ich will es gar nicht erst ausprobieren. Nachher ist dein ganzer Fortschritt kaputt. Es gibt, wie gesagt, viel zu sammeln. So ein richtiger Sammelshooter hier. Aber vielleicht ein bisschen diese Soundeffekte reduzieren oder weiß ich nicht. Also sind schon ein bisschen komisch. So. Ist wieder Munition bestimmt, jawohl. Okay, aber nicht überall. Okay. Hier ist nichts drin. Jetzt überschütten sie mich aber mit Munition, ey, wirklich. Thank you.
das ist so ein blödes Ding hier, wa? Oha, was ist das für ein Riesenteil? Alter! Wenn man denkt, man hat's fast durch, ja? Dann kommt doch einmal so ein Riesending, ey. Ja. Man kann's doch übertreiben, ey. Wie soll ich denn da durchkommen? Das ist schon krass. Laufe ich da einfach durch oder was? Oh shit. Ah, jetzt habe ich nicht drauf geachtet da. Okay, gut. Ich dachte jetzt echt, wäre fast fertig. Da kommt so ein Riesenballon erstmal. Krass. Okay, also da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen trainieren. Aber ist ja nicht so schlimm, es speichert ja den Fortschritt, man kommt ja wieder zurück. Was ich natürlich jetzt ein bisschen blöd finde, ist, dass, na, guck dir das mal an, wenn wir jetzt wieder dahin laufen müssen, also das ist schon ein bisschen krass. Na, guck mal. Wir waren jetzt hier. Und wir müssen ganz schön weit bis da runterlatschen, also das ist schon nicht gerade wenig, ne? Wenn man das jetzt mal überlegt hier. Na gut, es geht noch, aber trotzdem ganz schön. Doch, natürlich. Guck mal hier. Wir sind jetzt hier hoch, dann hier wieder runter, komplett hier wieder runter und bis dahin. Das ist echt schon krass. Okay. Aber es ist nicht schlimm, wir können uns ja verbessern. Und ich denke mal, fürs erste Mal ist uns guten Eindruck gemacht. Ist schon cool an sich. Aber wie gesagt, an den Tönen würde ich noch ein bisschen feilen. Dann vielleicht jetzt so ein bisschen, ja, Performance, müssen wir gucken. Also Performance war ja gut, aber was ich halt damit meine ist, ja, ein bisschen mehr Bums, ne, fehlt halt. Aber gut, man sollte es ja nicht gleich in einer Stunde durchspielen, ja. Man soll ja ein bisschen schon hier feilen, aber das ist echt wenig, guck mal, was man hier kriegt. Boah, ist das wenig. Brechstange kann ich mir jetzt schon bauen. Die ist bestimmt ein bisschen besser, okay. Aber das ist schon krass. Guck mal hier, 50 brauche ich dafür. Ach du Scheiße. Kleiner Rucksack, mittlerer Rucksack. Das ist schon heftig. Auf jeden Fall. Aber okay. Ist natürlich ein Fehler, ein kleines Spiel, ne? Aber so für den ersten Eindruck macht's Bock. Es hat, macht einen guten Eindruck. Edelt so ein bisschen von... Survival hier Dings hier, ne, How to Survive. Nur, dass bei How to Survive so ein bisschen mehr Bauelemente mit drin sind, mehr Crafting-Elemente. Hier ist so ein bisschen alles noch einfach gehalten. Es ist halt noch ein Beta-Test, ne, so sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Am Anfang ist es ein bisschen schwer, ihr habt ja gesehen, aber ansonsten, wenn man so ein bisschen dahinter kommt, wie das Ganze funktioniert, ist es gut. Ja, hat euch das gefallen? Lasst gerne mal ein Like da. Kommentiert gerne mal drunter, ob ihr mehr sehen wollt und so weiter. Und auf ein Abo würde ich mich auch freuen. Und ja, dann sehen wir uns zum nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.